Selbstgespräche. Bam, bam, bam. Hallo, mein Name ist Christoph und dies ist eine sinnlose Gesundheitsepisode. Fangen wir an. Dieses Thema würde ich liebend gern posten. Erinnert ihr euch noch an die Vogelgrippe? Tja, es gibt eine noch gefährlichere Version der Vogelgrippe. Einer normalen Vogelgrippe haben sich seit März etwa 135 Menschen angesteckt, wovon 40 Menschen gestorben sind. Und die neue Vogelgrippe, die noch gefährlichere Vogelgrippe, könnte noch gefährlicher werden und noch mehr Menschen töten. Ja, wahrscheinlich 41. Dieses neue Vogelgrippe-Virus soll bei Geflügel besonders ansteckend sein. Und die Menschen, die sich schon infiziert haben, bei denen waren bisher relativ milde Symptome da. Aha. Ist das jetzt gefährlich oder nicht? Und wenn das sowieso bei den ganzen Hühnern und Geflügel alles so ansteckend ist, dann töte doch einfach diese ganzen Hühner. Aber nein! Nein, wie wollt ihr das sonst machen? Im Jahr 2003 soll in den Niederlanden ein Mensch an diesem neuen Virus gestorben sein. Toll, dass wir uns erst 10 Jahre später über diesen schönen Virus informiert. Vielen Dank. Und vor allem ein Mensch. Und deswegen denken die jetzt alle, das ist ganz beängstigend für den Menschen. Denn die Bevölkerung hat ja keine Antikörper gegen diesen seltsamen H7-Stamm von diesem komischen Vogelgrippe-Virus. Wenn es zu einer Pandemie kommt, werden viele Menschen sterben. 42! Alter, an der normalen Grippe sterben jährlich 15.000 bis 20.000 Menschen. Und darüber regt sich keiner auf. Wieso mit über diese ganzen Vogelgrippen und Schweinegrippen-Dings? Ich meine ernsthaft. What the fuck, Gentleman? Überleitung. Nun zum zweiten nicht ganz so sinnlosen Thema, aber naja. Es gibt jetzt eine App, die erste Hilfe leisten kann im Fall von Vergiftungen bei Kleinkindern. Da ja Kleinkinder auch öfter mal Haushaltsmittel oder giftige Pilze oder sonst was schlucken. Und diese App kann dann einem sagen, was zu tun ist, wenn es dann soweit sein sollte. Hey App, ich bin zu faul, um zu denken. Mein Kleinkind verschluckt sich gerade an einem Giftpilz. Was muss ich tun? Ding, ding. Nehmen Sie Ihr Kind und gehen Sie mit ihm in das nächste Krankenhaus. Ding, ding. Danke, App. Wo wir vom zum Arzt gehen sprechen. Die App kann auch die Nummer vom nächsten Zentrum raussuchen, das da dem Kleinkind helfen kann gegen Vergiftungen. Und das kann draußen auch relativ sinnvoll sein. Hey App, mein Kind hat sich vergiftet. Wo ist denn die nächste Station? Beziehungsweise können Sie die nächste Station auch anrufen, bitteschön. Ding ding. Rufen Sie die Station doch selber an, Sie Idioten. Ding ding. App, du bist ein Genie. Zudem gibt die App auch hilfreiche Tipps, wie Vergiftungen vorzeitig vermieden werden können, damit sich das Kleinkind gar nicht erst an Haushaltsmittel oder Pilzen oder sonst was überhaupt vergiftet. Aber das kann ich doch sowieso nicht benutzen, bevor es nicht passiert ist. Benutzt die App, verdammt! Ja, ist ja okay. Also, App. Wie kann ich vorzeitig verhindern, dass mein Kind sich vergiftet? Ding ding! Sperren Sie Ihre Haushaltsgeräte und Ihre Haushaltsmittel in Küchenschränken weg und lassen Sie Ihr Kind niemals allein
im Wald mit den giftigen Filzen spielen. So können sie Vergiftungen verhindern. Ding, ding. Mr. English, bist du das? Oh nein, es ist in Tat. Ich muss schnell weg. Ja, das war, glaube ich, eine ziemlich seltsame Episode. Naja, schreibt mir rein, was ihr von dem Thema haltet, oder schreibt selber ein Thema rein, das euch interessiert, worüber ich dann nächsten Sonntag berichten könnte. Und ja, dann bis nächsten Sonntag mal wieder. Ich sage auf Wiedersehen.